vessel of the Grail. Eine kleine Kugel, die es in sich hat. 100 Kilo wiegt das Pendel, das seit heute im Gasometer schwingt. Physiker der Berliner Humboldt-Universität starten hier ihr bisher größtes Pendelprojekt. Spannend. Wir haben schon öfter für Ausstellungen Objekte gebaut, wo wir versuchen, Physik künstlerisch, fast ästhetisch schön darzustellen. Und deshalb reizt mich ein Foucault'sches Pendel immer wieder. Und dann im Theater und in dieser fantastischen Umgebung wunderbar. Also das müssen wir einfach probieren. Mit 95 Metern ist das der längste Pendelversuch, den es bisher gab. 1851 bewies der Franzose Foucault so, dass sich die Erde dreht. In Oberhausen dient es als Kulisse für ein Theaterstück. In Parsival geht es um den Kampf zwischen Religion und Technik. Eine Inszenierung in ungewöhnlicher Umgebung, das hat den Oberhausen-Prinzip. Seit 10, 15 Jahren fast, na, ist das schon Tradition des Theater Oberhausen, solche Projekte zu realisieren. Und na, ich denke, das sollte man auch weiter fortführen, weil es geht schon darum, auch die Industriekultur hier mit neuen Inhalten zu beleben und ihren Bestand zu sichern. Damit das Pendel an seinen richtigen Platz gelangt, müssen nicht Physiker oder Schauspieler in Aktion treten, sondern Höhenkletterer. Sie bringen zunächst eine Halterung unter dem Hallendach an. Die Männer arbeiten auf engstem Raum. Unter ihnen geht es direkt in die Tiefe, fast 100 Meter bis zum Boden. Selbst bei Profis kommt da ein bisschen Angst auf. Zum Glück fällt am Ende gar nichts. Es schwingt nur, das Pendel. Ab Januar können sich die Zuschauer dann entscheiden, was die größte Attraktion ist. Das Pendel, die Aufführung, der Gasometer oder alles zusammen.